Die Leute vertrauen der FDP nicht mehr, dass sie die Partei der Vernunft ist. Stellt sich die Frage, ob sie es je war? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich war es ein freudscher Versprecher der beiden Herren, ja, die in führenden Positionen bei der FDP sind. Ich habe gehört, in Berlin zittert man schon vor uns. Und man versucht, sich neu zu positionieren. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken für den brillanten Vortrag von Carlos Gebauer. Vielen Dank. Spätestens ab jetzt steht fest, Sie müssen noch einmal aus der FDP austreten. Ich habe mich in der Pause mit ein paar Leuten unterhalten. Da blieb dann die Frage übrig, ja, was ist denn jetzt unsere Lösung für das Problem mit dem Euro? Das ist eigentlich schon angeklungen, die Lösung ist sehr einfach. Das Problem ist, dass der Staat einer bestimmten Behörde, einer bestimmten Institution das Monopol auf die Geldproduktion übertragen hat. Und da gibt es oft die Diskussion, ob das Problem darin besteht, dass zum Beispiel die Federal Reserve eine private Bank ist. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Federal Reserve das Monopol hat. Es denken auch viele, ja, diese Geldschöpfung, von der die Rede war, ja, die findet ja in den privaten Banken statt. Also ist der private Sektor das Problem. Das ist aber so nicht richtig. Das stimmt zwar, die Geldschöpfung aus dem Nichts funktioniert, indem die Geschäftsbanken nur beispielsweise 10% des Geldes hinterlegen müssen vom Anleger und 90% dürfen sie weiterverleihen. Aber diesen Mindestreservesatz, den legt ja die Zentralbank fest. Das heißt, die Zentralbank entscheidet darüber, wie viel Geld die Geschäftsbanken produzieren dürfen. Und sie legt damit letztendlich die Geldmenge fest. Und die Zentralbank legt den Zinssatz fest. Ich höre dann oft, kommt das Gegenargument, ja, die legen die Zinsen ja gar nicht fest. Die Zentralbanken legen ja nur den Discountsatz fest und andere Zinsen. Aber das ist eben der Mindestsatz, der dort gesenkt wird. Ja. Wenn Sie jemals diese Frage hören sollten, oder diese Entgegnung, dass dieser Satz nicht so wichtig wäre. Ja, wenn der Satz nicht so wichtig ist, warum legt die Zentralbank dann fest? Warum senkt sie ihn zum Beispiel auf nahe Null wie im Moment? Weil sie eben glauben, damit die Konjunktur beleben zu können. Allerdings hat es noch nie in der Geschichte der Menschheit funktioniert, dass die Konjunktur belebt wird, indem ich einfach Geld drucke, wertloses Geld. Und es gibt nur eine Möglichkeit, das zu verhindern. Das ist, dass der Staat nicht einer einzigen Institution die Macht verleiht, über unser Geld zu bestimmen und zum Beispiel festzulegen, wie hoch ein Mindestreservesatz ist. Diese Phänomene sind alle sehr gut beschrieben von der Österreichischen Schule der Ökonomie. Es war heute schon die Rede davon. Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises in erster Linie. Die haben ganz klar festgestellt, dass wenn ich einer Institution diese Macht übertrage, wird sie diese Macht missbrauchen. Und im Zuge der Österreichischen Schule, aber auch schon früher, wurde ein Gesetz bekannt. Das heißt das Gresham'sche Gesetz. Und das bedeutet, wenn der Staat vorschreibt, dass die Leute ein bestimmtes Geld benutzen müssen, dann verdrängt das schlechte Geld das Gute. Warum? Früher wurde es anders gemacht, da wurde nicht Geld einfach aus dem Nichts gedruckt, sondern hat man es nicht ganz so einfach gehabt. Man hat die Münzen genommen und hat den Goldgehalt der Münzen immer weiter verwässert. Und da haben die Staaten genau dasselbe gemacht, weil die Leute natürlich gemerkt haben, dass das Geld immer schlechter wird. Haben die anderes Geld benutzt. Und der Staat hat dann gesagt, nein, du darfst nur mit meinem Geld bezahlen. Und was passiert dann? Die Händler müssen dieses schlechte Geld annehmen. Das heißt, die Bürger geben dieses schlechte Geld, das immer weniger wert wird, gerne aus den Händen und horten das gute Geld. Damals die guten Goldmünzen. Und in unserem heutigen System kann man ja nur mit Euro, mit dem völlig ungedeckten Euro bezahlen. Das heißt, das geben die Leute weg. Und die Schlaueren unter uns kaufen sich jetzt schon Gold oder Silber. Ja? Aber sie benutzen es natürlich nicht zum Einkaufen, sondern geben ihre schlechten Euros weg. Wenn der Staat nicht mehr vorschreibt, welches Geld die Menschen benutzen, dann kehrt sich der Prozess genau um, dann nehmen die Händler nur noch das gute Geld an. Das heißt, sobald das staatliche Geldmonopol wegfällt oder auch das gesetzliche Zahlungsmittel, das Gesetz schreibt davor, dass wir mit Euro bezahlen müssen, dann werden automatisch die Händler nur noch das sachwertgedeckte Geld annehmen. Weil vorher dieses Stichwort Goldstandard gefallen ist.
bin leider etwas erkältet, deswegen muss ich mehr trinken. Wir sind nicht für einen Goldstandard. Der Goldstandard war zwar immer noch besser als das System, was wir jetzt haben, aber die Geschichte hat eben bewiesen, immer wenn der Staat sein Geld an eine bestimmte Sache koppelt, wie zum Beispiel an den Goldstandard, und will dann Wohltaten finanzieren oder meistens Kriege, dann hebt er diesen Goldstandard wieder auf. Es gibt einen ganz einfachen Goldstandard. Das ist Ihre freie Entscheidung, was Sie benutzen. Und das löst übrigens auch die Frage nach, also diejenigen, die dieses System installiert haben, wollen uns ja als nächstes eine Weltwährung aufzwingen, das werden Sie sehen, braucht man kein Prophet sein. Und das wird natürlich wieder ein ungedecktes Geld sein, aber es gibt ja schon eine Weltwährung. Die Weltwährung ist Gold und Silber. Das haben über die Jahrtausende die Menschen immer wieder benutzt, weil es eben nicht beliebig vermehrbar ist, weil es unendlich teilbar ist. Und es ist auch nicht so unpraktikabel, wie man uns immer erzählt. Ja? Natürlich laufen wir dann nicht mit dem Goldkarren rum und bezahlen beim Gemüsehändler mit echten Goldmünzen, oder das kann man machen, aber es wird genauso ein System sein wie heute. Sie können mit Schecks bezahlen, Sie können mit Überweisungen bezahlen. Der Unterschied ist nur, dass das Geld unterlegt ist mit Ihrem Gold, das bei der Bank liegt. Sie werden aber genauso von einer Bank zur anderen überweisen können und die Banken gleichen das untereinander nur aus. Das Wichtige ist, wenn das staatliche Geldmonopol fällt, gibt es einen Wettbewerb unter den ganzen Banken. Und heute ist es ja so, wenn eine Bank ehrliches Geld anbieten würde, hat sie natürlich einen Nachteil gegenüber der unehrlichen Bank, weil die kann ja Geld aus dem Nichts produzieren. Das heißt, sie kann natürlich die viel günstigeren Zinsen bieten. Wenn aber Wettbewerb herrscht, werden sich die Banken durchsetzen, die sagen, Moment mal, wir nehmen nur Gold, wir verwahren dein Gold nur, und wenn du es anlegen willst, dann vermitteln wir dir ein Unternehmen zum Beispiel, an dem du es verleihen kannst. Dann wird sich automatisch ein System herauskristallisieren, wo die Bürger jeden Tag selber entscheiden, was sie machen, und am Ende werden sie sich immer für Gold oder Silber entscheiden. Aber selbst wenn sie sich für Kokosnüsse oder Gummibärchen entscheiden, das bleibt immer ihre eigene Entscheidung. Und das ist auch vorher schon angeklungen, das möchte ich nochmal betonen, ja, was alles schief geht, wenn der Staat sich einmischt. Was ist das am meisten regulierte Feld in Deutschland, in der Wirtschaft? Das ist der Gesundheitsmarkt. Wo gibt es die meisten Probleme? Im angeblichen Gesundheitsmarkt. Das ist Planwirtschaft. Ja. Da teilt der Staat dem Arzt ein Budget zu, und wenn sein Budget ausgeschöpft ist, dann behandelt er den Patienten nicht mehr. Und wie ist es im Gegenteil in Märkten, die nicht reguliert sind, zum Beispiel der Handymarkt? Der Telekommunikationsmarkt ist übrigens nicht ganz dereguliert, weil es inzwischen ein Oligopol gibt, weil sich der Staat erdreistet hat, da Luft zu versteigern, die UMTS-Lizenzen. Aber der Handymarkt ist noch nicht reguliert. Und Sie können wählen aus Hunderten von verschiedenen Handys, in jeder Farbe, in jeder technischen Ausstattung und so weiter. Es gibt auch keine Warteschlangen vor Handyläden. Ja. Überall, wo es Warteschlangen gibt, wie im Gesundheitswesen oder bei Kindergartenplätzen, herrscht Planwirtschaft. Und in jedem Markt, wo der Staat nicht eingreift, gibt es überhaupt kein Problem. Es gibt kein Mineralwasserproblem, es gibt kein Stuhlversorgungsproblem, es gibt kein Bleistiftversorgungsproblem. Was ist der Unterschied zu den anderen Märkten? Sie sind nicht reguliert. Es ist in Deutschland nicht angesagt, das zu sagen, dass der Markt irgendwas regelt. Und in Wirklichkeit ist es auch eine falsche Formulierung. Der Markt regelt natürlich überhaupt nichts. Der Markt ist einfach nur der Ort, an dem Angebot und Nachfrage zusammenkommen, an dem sich die Bürger versammeln. Wie zum Beispiel in München heißt der Viktualienmarkt. Ja. Wenn ich auf den Viktualienmarkt gehe und ein verdorbenes Gemüse einkaufe, dann verklage ich ja nicht den Markt, den Viktualienmarkt, wo das stattfindet, sondern den Gemüsehändler, der mir das verkauft hat. Das heißt, der Markt an sich, da wird immer von Marktversagen gesprochen. Es gibt überhaupt kein Marktversagen. Ja. Entweder die Bürger versagen, indem sie sich auf was Falsches einigen, oder es funktioniert. Aber der Markt selber ist ja kein Ding. Das ist einfach nur ein Platz, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommen. Und genauso würde es auch auf dem Geldmarkt funktionieren, wenn es ein Markt wäre. Das heißt, man muss... Und das ist das, was im Mittelpunkt unserer Partei steht. Der Bürger muss alles selber entscheiden. Und dann ist immer die berechtigte Frage, ist das auch sozial? Und es ist wesentlich sozialer aus einem ganz einfachen Grund. Man kann es relativ leicht vorrechnen. In Deutschland zieht der Staat im Schnitt etwa über alle Steuern und Abgaben 70% des Einkommens der Bürger ein. Geht über Mehrwertsteuer, Sozialabgaben, Einkommensteuer und so weiter. Das heißt, dass Sie nur noch über 30% selber bestimmen. Sie können einfach auf Ihren Lohnzettel schauen. Was wäre, wenn sich der Staat raushalten würde
und sie die 70% für sich selber behalten könnten, sie würden das Dreifache verdienen. Und wenn sie das Dreifache verdienen, können sie sich auch selber sozial absichern. Denn was heißt denn soziale Absicherung? Das ist für den Krankheitsfall. Dafür können sie sich eine echte Versicherung kaufen, die natürlich viel billiger wäre als die staatliche. Und das zweite große Problem, gegen das man sich versichern will, was aber in Wirklichkeit nicht versicherbar ist, ist die Arbeitslosigkeit. Ich kann mich nicht dagegen versichern, arbeitslos zu werden, weil man ja nie weiß, ob einer freiwillig nicht arbeitet oder weil er keinen Job findet. Sondern das Problem ist viel einfacher zu lösen. Ich installiere ein System, in dem es keine Arbeitslosigkeit gibt, sprich freie Marktwirtschaft. Und ich, für den Fall, dass ich arbeitslos werde, spare ich einfach selbst Geld an, so wie es jahrtausende lang auch gemacht wurde. Ich habe das in meinem Buch auch vorgerechnet. Jemand mit einem Stundenlohn von 10 Euro würde bei einem System, so wie wir es wollen, was ich nachher noch etwas mehr ausführe, würde 10.000 Euro zusätzlich im Jahr übrig behalten. Das heißt, der hätte ja schon nach 5 Jahren 50.000 Euro übrig. Und da dieser 10-Euro-Mensch, dem würde das dann reichen, um 10 oder 15 Jahre ohne Arbeit zu leben, bei demselben Nettoeinkommen. Das heißt, wie es auch früher war, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ja? Man kann sich gegen bestimmte Unglücksfälle nicht versichern, aber man kann selber Vorsorge betreiben. Ich rechne dann auch vor, eine Putzfrau wäre in so einem System im Alter Millionär, also echte Millionärin, nicht inflationierte Millionärin. Das heißt, die soziale Sicherheit wächst dadurch, dass sie sich selber wieder um ihr soziales Problem kümmern, ja, oder um ihre Ängste, die sie haben. Zusätzlich kommt dann natürlich auch, wird es auch ein besseres menschliches Miteinander geben, weil wenn sie viel mehr Geld übrig haben, dann sind sie auch eher bereit, Geld zu spenden. Aber in unserem System ist es noch nicht mal so nötig, dass die Leute darauf angewiesen sind, dass gespendet wird, sondern es gibt ja kaum mehr Problemfälle. Ja, wenn es genug Arbeit für alle gibt, und die gibt es natürlich, wenn 70% Steuern und Abgaben wegfallen, dann ist das einzige Problem, das einem zustoßen kann, ist, dass man nicht arbeiten kann, weil man entweder behindert ist oder krank. Und dagegen kann ich mich ja relativ günstig absichern. Selbst in unserem verkorksten Gesundheitssystem kann man sich für 120 Euro im Monat Vollkasko versichern lassen, privat krankenversichern lassen mit Chefarztbehandlung und so weiter, mit einer hohen Selbstbeteiligung. Die hohe Selbstbeteiligung kann ich mir aber leisten, wenn ich 10.000 Euro im Jahr übrig habe, das mir der Staat nicht wegnimmt. Das heißt, die Sicherheit wird automatisch höher, indem ich es wieder die Entscheidung wieder in die Hände der Menschen gebe. Und das ist, muss man natürlich zugeben, Neuland für die meisten. Deswegen rechnen wir es den Leuten vor. Was sind die eigentlichen Staatsaufgaben aus unserer Sicht? Das ist innere und äußere Sicherheit. Das heißt, das Justizsystem, Feuerwehr, Verteidigung, Polizei und so weiter. Dafür gibt der Staat 3% des Bruttosozialprodukts aus. 3%. Ja. Viele, die hier sind, wissen das schon, ja, weil wir es überall schreiben. Aber die meisten Leute denken, wenn es darum geht, Steuern zu senken, ja, wie geht denn das? Wir brauchen doch Geld für. Ja, für was? Alleine die Mineralölsteuer ist doppelt so hoch wie die Ausgaben für Straßenbau. Das heißt, wir könnten die Mineralölsteuer halbieren, hätten immer noch alle Straßen finanziert. Das ist das Argument, das meistens kommt, ja, der baut die Straßen, wenn wir die Steuern senken. Ja, das kostet gar nichts, das kostet 0,8% des Bruttosozialprodukts und könnte ich auch durch eine Straßengebühr erledigen, aber Mineralölsteuer ist da ein ganz gutes Instrument. Warum? Weil derjenige, der mehr rumfährt, dann auch mehr bezahlt. Das wäre sozusagen die einzige sinnvolle Steuer, die aus unserer Sicht noch übrig bleiben muss. Ansonsten